Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier eigentlich unsere fast perfekt eckige Insel, wenn hier oben dieses Hörnchen nicht dran wäre, wo wir mal nach Samen und Bäumen gesucht haben, glaube ich. Ich glaube, es war eher ein Samen, ne? Aber dass ich hier oben noch so viele hätte gefunden, dass ich die noch nicht geholt habe. Naja, hat mich ein wenig verwundert bei der Entdeckung des Ganzen. Aber so ist es nun mal manchmal. Gut, ich bin, sagen wir mal so, zu dem Entschluss gekommen, dass diese Sortieranlage oder beziehungsweise die Anlieferung auf der Art und Weise, wie wir sie hier machen, natürlich nicht ausreichen wird. Also, sie wird einfach nicht ausreichen. Das ist halt das Problem, was wir da haben. Weil wir zu viele Waren brauchen. Wir bräuchten, sagen wir mal, um das hier hinzukriegen, 5 solcher Bahnhöfe, beziehungsweise 4 solcher Bahnhöfe, um alle Waren dorthin zu transportieren, wo wir sie brauchen oder gebrauchen müssen. Das heißt, dieser ganze schöne Aufbau, der jetzt hier steht, den wir jetzt haben bauen lassen, ist eigentlich, ja, für die Katz. Wenn man es mal ganz genau ausdrücken möchte. Theoretisch kann man natürlich jetzt überall so ein bisschen so was hinmachen, aber nee, wir machen das mal anders. Das heißt, dieser ganze Krempel muss wieder weg. Ich werde hier mal Lagerkisten hinstellen, damit die das hier rein so sortieren in die Nähe. Ich werde mal hier jedes Teil einmal abreißen, was hier so ist, und dann werde ich mal gucken, dann hoffe ich mal einfach, dass sie das hier reinschmeißen. So, also, diese Kisten können hier rein, diese Lampen können hier rein, diese Kisten können hier rein, die können hier rein, die können hier rein, die können hier rein, das müsste ja nicht alles sein, oder? Strommasten? Strommast kann ich da noch mal da rein tun. Gleise. Mal sonst noch irgendwas? Den Rest können sie sich von woanders holen. Okay, gut. Dann gibt es jetzt die Abrissbirne. Ach, Strommasten werden ja gar nicht mit abgerissen, ne? Und dann reißen wir den ganzen Krempel hier mal wieder ab. Das sieht zwar alles sehr schön aus, kann aber so leider nicht genutzt werden. Das ist sehr schade, aber es ist leider so. Das ist zwar schade, aber es ist leider so. Gut, okay. Und ich hoffe, dass sie das jetzt einfach hier unten... Na, guck mal, da bringt er schon die Förderbänder wieder ganz woanders hin. Muss ich ihm wahrscheinlich hier nochmal anzeigen, dass er auch Förderbänder hier hinbringen kann. So. Ja, okay. Ich hoffe, dass sie dann hier das als nächstliegende Kiste erkennen und dass sie dann alles hier reintragen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch Förderbänder, manche tragen es noch weiter weg, aber so die... Hauptsächlich Leute sollten das denn hier alles rein tun. Alles klar, okay, das funktioniert schon mal. So, dann werden wir erstmal den Abfahrtsbahnhof oben organisieren. Der kommt oben in die Mitte, Abfahrtsbahnhof für 8 Produkte, die hier rauskommen aus diesem Karree, welches quasi dann die Erze bzw. halt eben das Eisenmaterial bestimmt. So, da wir angeben, dass wir 120 davon haben, müssen wir auch immer dafür sorgen, dass mindestens 4 Förderbänder abtransportieren können. Und 4 Förderbänder quasi dann irgendwo hingehen. Boah, das ist gar nicht mal so knappig. Bei den Erzen habe ich immer bloß 10 über, ne? Da habe ich immer gesagt, nee, oh, das steht gar nicht mehr drin hier. Das ist sogar 10 Erze hiervon, möchte ich gerne. Jetzt habe nochmal ein Förderband voll. Möchte ich gerne ein Förderband von abtransportieren. Ich weiß es nicht, ob ich es jemals brauche, aber die Möglichkeit schaffen einfach, dass das geht, würde ich ganz gerne. Dass wir da von jeder Sorte 30 über haben. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir nachher irgendwo mal Abfallprodukte haben, die wir mit hier reinliefern müssen. Das müssen wir dann auch nochmal gucken, dass wir das vielleicht noch hinkriegen, dass dann hier auch die überbleibenden Erze irgendwoher weggeliefert werden, beziehungsweise hier reingeliefert werden und einsortiert werden oder sowas. Da müssen wir mal gucken. So, das erhöht natürlich den Bedarf an Material um ein weiteres, um einen großen Faktor. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Ich glaube, so viel brauchen wir davon nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall brauche für dieses Sulfur-Gelöt. Ich glaube, hier brauche ich nichts von, oder? Kupfererz? Braucht man Kupfererz irgendwo nochmal einzeln? Nee, ne?
Das kriegen wir aus diesen ganzen Abfallprodukten. Blei kriegen wir auch aus, glaube ich, der Glasproduktion. Können wir gleich Bleierz noch mit rausziehen. Und Zinn brauche ich eigentlich auch nicht. Achso, ich muss schon eine 0 eintragen, sonst würde das nichts und einen Haken dran machen. Das hat sonst hier das, dann das, glaube ich, brauche ich alles nicht. Opfererz brauche ich auch nicht. Gut, dann machen wir das bloß mit Eisen. Gut, also wir müssen dann dafür sorgen, dass wir mit 4 Förderbändern quasi an eine Kiste oder an die 4 Kisten drankommen. Das wird auch schon ein ganz schön großer Bahnhof dann hier, der dann, oder der da passiert und durchsortiert werden muss. Wir gehen mal hier raus. Der Einfachheit halber, weil wir wissen, da geht's. Und gehen dann hier wieder rein. So. Und dann machen wir hier ein Signal hin. Bahnhofsausgangssignal. Bahnhofseingangssignal. Warum blinkst du so nervös? So, gut. Das nervöse Blinken aufgegeben. Gut, dann brauchen wir hier einen LTN-Bahnhof. Reichweite, so. Dann können wir hier nochmal ein Wartesignal mit reinbringen. Und dann brauchen wir hier dementsprechend jetzt die Container. Strom aus dem Weg. Und wieso steht der ganz so weit hinten? So, die Container und dann brauchen wir hier natürlich die Stapel Fastcraft. Einmal die. Ah ne, warte mal, beim Anbieterbahnhof muss ich ja die gefilterten nehmen. Da muss ich hier die gefilterten nehmen. So. Okay, wir kriegen sozusagen 6 Materialien angeliefert an jedem, also wir kriegen 4 Förderbänder von unten von jedem Material. Und dann kriegen wir noch Eisenerz. Das muss hier dran geliefert werden. Und schnell abgenommen werden. 30 Materialien pro, das geht natürlich eigentlich auch bloß mit einem Fast-Stapelgreifer und eigentlich geht das auch bloß, wenn... Mal müssen wir mal gucken, dass wir das Eisenerz wieder hier in der Mitte durchreichen. Eisenerz kommt ja nicht so viel an. So, so kriege ich 2 Materialien ziemlich schnell da dran. Obwohl die 90 Grad kriege ich ja auch durch Querlegen, ne? Stimmt. Wie viel kann der tragen? 4. 4 mit einer Bewegung heißt, der schafft bei 90 Grad 10 Bewegungen. Das heißt, 5 mal Transport sind 20 Einheiten. Ja. Also er schafft nicht ganz ein Förderband weg. Das sind bei denen. Geht alles nicht so schön, ne? Der schafft nicht ganz ein Förderband weg. So. Das heißt, da kriegen wir die 120 nicht eingelagert. Das heißt, also da ist das nächste, sagen wir mal, Logistikproblem. Ist das jetzt die Filter nennen? Ne, die brauche ich nur wirklich nicht. Habe ich nicht mehr davon? Das haben wir ein Ding. Gut. Fünf Bewegungen schafft er bei diesen 90 Grad. Da könnte ich jetzt. Komme nicht so ganz sauber da dran. Die Kisten, aber obwohl, ich könnte natürlich die Kisten von der Seite beliefern. Die in der Mitte und die Kiste könnte ich von der Seite beliefern. Und dann hätte ich ja nicht genügend Platz für alles, ne? Ich sag mal so, der hier.
Moment. Gucken wir uns mal an. Das müsste gehen. Gut, hier an der Ecke haben wir natürlich ein Problem. Wegen dem ganzen anderen Salat wieder. Also so, so. So. Ach so. Die beiden greifen da drauf zu und schmeißen das da. Oder der greift da mit hin, der greift hier hin, der greift dann auch dahin. Da so eine Lücke lassen und dann kommt. Und da zwei Lücken lassen. Die zwei Lücke lassen wir auch noch nicht. Gucken wir nochmal. So, jetzt kann der kann da abladen, der kann da abladen. Der da. So, dann haben die hier vier. Dann kommen die nächsten vier mal her hier. So, also der so. Der so. Der so. Und der so. Okay, das geht. Und das kann ich aber auch hier nebeneinander liegen, kann ich halt nicht aufbauen, weil ich hier einen überstehe und da einen überstehe, ne? Weil ich 8 Greifarme habe, die einladen. Gefällt mir auch schon wieder nicht. Ich den Abtransport schon wieder nicht hin. Kriege ich den Abtransport schon wieder nicht sauber hin. Gut, dann bleibt mir nichts anderes. Dann muss ich die Menge derer, was transportiert wird, halt. Oder produziert wird hier drin, dann halt reduzieren. Das geht halt einfach dann nicht. So wie ich mir das vorstelle. Dann kann ich bloß 90 machen. 3 Bänder von jeder Sorte. Dürfte beim Antransport natürlich auch ein bisschen Entlastung sorgen, aber. So, wenn ich die 3 Bänder quasi mit 90 darauf aufteile, dann habe ich für jeden habe ich 4, der kriegt 20, nee, sind 80, ne? Für das Material habe ich 4, sind 80. 20 waren die rüber transportiert werden. Also wenn ich das einfach platt hier anschließe. Entschuldigung, dass ich gerade Schnappatmung hatte. Oder Schluck auf. Und das einfach so ganz normal hier anschließen. Und dann das Eisenerz einfach durchlangen. Das kommt dann einmal hier an. Und gut ist. Oder auf der anderen Seite. Je nachdem. Wie auch immer das geartet werden kann. Und dann kommen hier Stapelgreifarme fast. Quasi so davor, 90 Grad Winkel und der schafft dann die knapp 5 Bewegungen, sind 20, 20 mal 4 sind 80, also kann ich nur 80 herstellen. Aufgrund des Transportsystems. Das wird sich aber verbessern können. Dann lassen wir bei 90 und dann haben wir hier von den Gebäudeanzahl her, das läuft eigentlich dann, das sind dann pro Produktionsstrang. So, ich finde durcheinander hier. Machen wir die ganzen Barren mal nach ganz oben. Ja, hier brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand, weil wir hier eine andere Produktionsart und Weise haben. Okay. Die Barren alle nach oben, dann kommt dieses Pulverteil nach oben. So. Also es sind so 18, 32, sind es nur 15. Achso, weil das ja 15. Das sind alles so Gebäude, das kriegen wir alles hin. Ja, das kriegen wir dann hin. Okay, dann lassen wir es auf 90, dann ist ein bisschen Rückstau beim Transport, beim Abtransport da. Ja gut, aber dann ist es auch wieder nicht gleichmäßig, ne? Wenn ich jetzt den einen oder anderen da ein bisschen mehr gebe, das ist auch Blödsinn. Drei Materialien wären gut, ne? Dann könnte man jeweils 2 Förderbänder anbringen hier. Na gut, so, achso, ich kann das ja eigentlich mal hier mir ein paar davon anliefern lassen. Das kann ja gebaut werden von denen. Damit ich jetzt noch ein paar in der Tasche habe. So. Gut. Okay, und dann muss das hier angeliefert werden. Das heißt, es kommen 3 Förderbänder von unten, die müssen hier auf 4 aufgesplittet werden und dann an jedem ran. Also 4 mal 3 kommt hier unten an, das sind 12 Stück.
Die müssen wir dann jetzt hier fein säuberlich verkabeln, dass die sauber ankommen. Ich würde sagen, die lassen wir von hier ankommen. Machen dann hier einen 3 zu 4 Balancer und werden die da rausschmeißen und zwei lassen wir von da ankommen, genau. Die Balancer, wo haben wir die? Da sind sie, den brauche ich nicht. Das ist die gelbe. Das ist der rote. So. Den brauchen wir hier. Und den brauchen wir hier. So, kennen wir ja schon. Was wir hier machen wollen, ne? Also der geht quasi hier hin. Der überspringt das Ganze hier mal. Der kommt nämlich daran. So. Jetzt kann man da raus. So. Der überspringt das Ganze. Der kommt nämlich da dran. So. Der überspringt das Ganze und der überspringt das Ganze. Der überspringt das bis da, da, bis da. So. Kommt der hier dran. Und der kommt hier hinten dran. So. Okay, das reicht nicht, ne? Müssen wir hier mal einen dazwischen lassen. So. Und jetzt kommt nämlich der erste von denen, der springt, der kommt dann hier hin. Nee. Der unterste von dem kommt da hin. Und der oberste von dem. Hä? Wie hatte ich denn das? Moment. Lucarino, wie habe ich das gemacht hier? Der oberste von dem springt, achso, der geht, knickt gleich ab an den ersten hier und der unterste, der geht bis ganz rüber. Genau, der unterste, der geht bis ganz rüber. Der kommt hier an. Genau, 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 genau. Der unterste springt hier rüber. Wo kommt denn da an? Der kommt hier an. Ach, der kommt hier nicht an. Der kommt immer an dem vordersten Förderband an. Was ist das für ein Quatsch hier? Das ist der Quatsch, den ich da gebaut habe. So. Das ist der Quatsch, den ich da jetzt gebaut habe. So. So, jetzt wird auch ein Schuh draus. Der kommt da an. Der kommt da an. Der kommt da an und der kommt da an. So. Keine roten Unterirdischen mehr. Borschen da wieder los. Von die mir keine mehr? Dann stehe ich doch im Lieferbahnbereich. Naja gut, ich könnte jederzeit immer raussteppen aus dem Lieferbahnbereich. Nicht verfügbar. What? Rot unterirdisch ist nicht verfügbar? Also sind 66 Stück drin. Bin ich in einem von einem Netz? Nee. Gut. Nicht verfügbar. Habe ich keine Roboter mehr?
Logistik, 75 Stück sind unterwegs. Gut, ein paar Bauroboter habe ich verloren. Wegen Dummheit, aber ansonsten. Okay. Nicht verfügbar, sagt er. Na gut, wenn ich den, dann renne ich jetzt wieder durch und dann hole ich mir selber welche. Die 66 Stück kann ich mir da abholen. Wie finde ich denn das? Das ist mir nicht verfügbar. Böse Frechheit. Das ist eine blanke Frechheit. Das halte ich aber für eine ganz dreiste Lüge, meine Lieben. Na guck mal, da fliegen noch welche damit. Wahrscheinlich sogar zu mir oder so. Keine Ahnung. Nicht verfügbar, sagt er. Persönliche Logistik. Ach so, wieso ist das schon wieder aus? Ach, weil ich gestorben bin wahrscheinlich, hä? Ha! Das könnte natürlich möglich sein. Ja. Das würde ich nicht mal abstreiten wollen. Das würde ich nicht mehr abstreiten wollen, dass das daran liegt, dass ich Hopsing gemacht habe. Das ist ja natürlich wieder ein fieses Ding. Eine fiese Map. Jetzt liefern sie mir natürlich alles Mögliche an hier. Oh, jetzt ruckelt es aber mächtig. Was ist los? Dachte nicht, dass ich das in den Griff gekriegt hätte. So, gut, aber die Folge ist trotzdem beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mein persönliches Inventar war also nicht aktiv. Ich wundere mich, warum hier oben nicht verfügbar steht, aber wenn es nicht aktiv ist, ist es nicht aktiv. Dann ist es natürlich auch nicht verfügbar. Das erklärt sich ganz gut. Da kann ich voll und ganz was mit anfangen, mit den Informationen. Gut, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.